Was geht ab, Vegan Savages? Willkommen zu einer weiteren Episode mit meinem Bro. Dieser Winkel, der kann ja mal gar nichts. Okay. Du kannst den Tisch noch ein bisschen höher fahren. Scheiß drauf, Digga. Ich zoome einfach raus. Okay. So, Bro. Glaubst du an Aliens? So deep fangen wir schon direkt an. Ja, sag. Straight. Das. Okay. Mein Bauchgefühl sagt mir ja. Und hättest du es gedacht, dass dein bester Bro mal so in die Alien-Richtung abdriftet und nur Aliens studiert? Nein. Digga! Du spinnst! Wenn du zurückgehen könntest und dem Philipp das sagen könntest, würdest du ihn davor warnen? Also ich soll es zu meinem in die Vergangenheit gehen. Ja. Und dann ihm warnen, dass Ferdi, wenn man so richtig spinnt, ja, so einen Dachschaden hat. Genau. Also nicht nur Dach, sondern Totalschaden. Ja, Mann. Ich würde das direkt machen. Wie würdest du es verhindern? Ich würde sagen, Philipp, erstmal alles in Tesla investieren und alles in Bitcoins investieren. Bro, und dann würde ich sagen, Ferdi kriegt einen Dachschaden und verliert seinen Bauchnabel. Also let's go, mach was. Und ich so, okay, ich werde es machen, aber was genau muss ich denn jetzt machen? Und dann würde ich mit ihm reden und er würde mir eh nicht glauben und dann wäre es eh verkackt und dann würde es eh so passieren, wie es sein soll. Ja, so ist es und wir haben Philipp exposed, denn das war alles nur, um zu exposen, dass er ein fucking Kapitalist ist und nur Geld will. Und Spaß. Aber okay. Fun Fact, ich habe jetzt voll Bock und volles Excitement bekommen auf Daytrading. Deswegen, ja, gerade ist so Geld, so, ich hab so richtig Bock da drauf. Aber was, wieso? Nicht, weil ich einfach excited bin, das Wissen zu bekommen. Und ja, ich find's cool, weil ich fand's so oder so schon immer cool, weil ich hab schon seit Jahren handel ich mit Aktien und, aber eher nur diese einfache Art und Weise, dass ich einfach nur kaufe, sehr lange halte und dann verkaufe. Und es lief ja auch mal bis jetzt sehr gut, aber ich habe auch immer mal Bock drauf gehabt, so ein bisschen so einen fetten Monitor zu haben. Und dann siehst du die ganzen Balken, die hoch und runter gehen. Und dann bin ich so, oh fuck, es ist 2% runtergegangen. Verkaufen. Darauf habe ich mal Bock. Okay. Und dann bin ich so im Anzug. Hier machen wir Black. Fritz mal stolz, fetter Disclaimer. Daytrading ist übelst quote-unquote riskant. Also macht es nur, wenn ihr einen mega Plan habt, weil ein guter Bro von uns hat da übelst Geld verloren. Das geht so schnell. Und dann halt auch so 10 Folds. Ich habe zum Beispiel jetzt, vorgestern war ich auf so einem Meeting, also einfach ein Event-Treffen von Leuten, die das professionell machen. Und da meinte der eine zum Beispiel, der hat einfach an einem Tag 200.000 Euro verloren. Und ich war so, yo. Und das ist halt immer sehr spannend, weil das Ding ist, warum die meisten Leute immer Geld verlieren, ist, weil sie nicht im Moment rational handeln, sondern mit Gefühlen handeln, also sehr emotional werden. Und das ist halt immer so ein Ding, man muss, wie viel ist im Leben, eher im Flow-State handeln und halt wirklich schauen, dass man einen kühlen Kopf bewahrt und nicht einfach so, oh, alle verkaufen jetzt muss ich auch verkaufen, weil die Nachrichten sagen das und das und dann, keine Ahnung. Oh, ich brauche wieder Fisch, okay, ganz schnell Fisch essen, okay, ich brauche meine Proteins. Ein Haufen Scheiße, wo hat der nächste Hund hingekackt? Ja, schnell, Kopf rein. Was sagt jetzt der Typ da drüben? Okay. Ja. Facts. Und was ich mich frage an diesem Daytrading, wenn du sagst, du hast der 200.000 verloren, kann man nicht nur das verlieren, was man hat? Weil wie kann man denn eigentlich sich da verschulden? Das habe ich nie so gecheckt. Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir heute nicht beantworten kann. Aber vermutlich ist es so, dass du Geld, es ist ja so, die handeln ja immer so mit Shortings zum Beispiel, das kennst du ja, dass man etwas zum Beispiel shortet und mit Leverage arbeitet. Das heißt einfach, dass man eine Aktie von anderen borgt und dabei hofft, dass zum Beispiel dass die Aktie selber den Wert an Aktie, dass der Preis runtergeht, dass du halt eine Differenz enthältst und durch diese Differenz deinen Gewinn machst. Aber wenn die Aktie zum Beispiel dann nicht runtergeht, sondern hochgeht, bist du gerade dann fucked und musst dann halt diese Differenz, bist du halt so gesehen im Minus und das kann dann halt zum Beispiel, wenn du einen krassen Hebel drin hast, kann es dazu führen, dass du zum Beispiel dann im Minus bist von 200.000. Das heißt, dann kommt wirklich literally die Bank zu dir und sagt, hey, wo ist mein Geld? Weißt du?
Aber würde sie so weit gehen, wenn ich denen das Geld nicht gebe, dass sie meinen Bauchnabel nehmen? Ja, das Ding ist, du hast ja keinen Bauchnabel mehr, deswegen. Was wollen sie da machen? Die denn deine Nippel nehmen? Scheiße. Also ja, ich habe es nicht gecheckt, aber egal. Daytrading interessiert mich auch nicht, weil ich habe mehr Geld, als ich brauche und ich lebe einfach in Abundance. The ability to do what you need to do, when you need to do it. Sprich, ich kann das machen, was ich machen will, wenn ich es machen will, und das ist Abundance. Ja. Und was willst du mit mehr Geld? Oder willst du auch? Ich will ja auch so eine Villa haben da, wie bei Misha hinten und so richtig schön. Ja, dann gönn dir doch eine. Ja, aber ich gerade so auf meinem Bankkonto sieht es nicht gut aus, deswegen muss ich... Ja, Bro. Muss ich ein bisschen haschen. Broaden your horizon. Da sind so viele Wege immer. Man denkt immer, es gibt nur den oder den Weg. Ich muss jetzt hier im Daytraden... Krass, nein, ja, weißt du ja eh, weißt du. Eher nur so hobbymäßig. Okay. Das ist schon hobbymäßig. Ja. Aber für mich ist es schon ein Hobby, wenn du eine Haupttasse hast und alles daneben bei, was du machst, ist ein Hobby dann. Was ist gerade mein Haupttasse? Über Aliens studieren. Und meine, du weißt es schon. ich verstehe schon. Okay, lass mal in Fragen diven, weil ihr habt richtig gute Fragen gefragt über unsere Freundschaft, die bei der nur fake ist. Ja, es ist was passiert. Kam so ein hottes Alien-Chick und wir haben uns beide verliebt. Mhm. Und dann haben wir uns so hart gebattelt. Ja. Also ich kam mit so einem Flamethrower. Weißt du, du kamst dann mit deinem Samurai-Schwert. Ich kam mit meinem Cybertruck. Und dann konnte der Flamethrower nichts dagegen machen. Ich musste, das war nur gerade so eine lustige Referenz, weil Elon Musk will gerade mit Putin kämpfen, weißt du, one-on-one, damit es einfach mal vorbei ist jetzt mit dem Krieg. Und aber Putin will es einfach nicht annehmen. Glaubst du, Elon Musk könnte ihn besiegen? Naja, jeder hat dann kann seine Weapon choosen und Elon hat schon will seinen Flamethrower nehmen. Und dann halt einfach Putin so... Ja, und was nimmt Putin? Putin nimmt einfach eine Panzerfaust und lag dann nicht im Krankenhaus, sondern ist auf dem Friedhof einfach Elon Musk besuchen. Ja. Weil was will er da mit seinem Flamethrower, wenn der andere mit der Panzerfaust... Die sollen fighten in der Arena. Ja. Aber das Ding ist halt, Putin nimmt Testo schon übelst lang, habe ich gehört. Wirklich? Ja, schau ihn dir mal an. Und deswegen also auch so vielleicht dieser Roid Rage so ein bisschen. Für mich ja so ungesund aus und voll krank. Ja, aber der ist jetzt ja schon übel, also ziemlich relativ alt. Kennst du das Bild von ihm, wo er oben ohne ist auf dem Pferd? Ja, eben. Ja. Das ist so, und sei mal ein Politiker und sieh noch so gut in Shape aus. Ja. Testo. 2 Milliliter. Jede Woche. Okay. Okay, also wollen wir in die Fragen diven? Yes. Wann? Erstmal eine Frage, damit hier mal ein bisschen mein Ego geboostet wird. Wow. Weil das ist, mein negatives Ego war ja schon lange nicht mehr hier. Wann hat Ferdi dir am meisten geholfen? Wann Ferdi mir am meisten geholfen hat? Als Philipp so horny war und ich meine Runtergang Spaß. Wow, ich am meisten geholfen hat. Also das Erste, was hochkam, kann ich einfach nur labern, so was jetzt gerade, also ich channel einfach. Das Ding ist, eigentlich schon direkt von Anfang an, als wir so zusammengezogen sind, weil ich war damals ein ganz anderer Philipp. Ich war so, yo, man muss studieren, ich habe wirklich alles gemacht. Weißt du, ich habe ein mega nices Abi gemacht, ich habe dann sofort auch studiert und habe es auch da richtig nice abgeschlossen mit einer sehr guten Note. Und mir war so alles so, eigentlich das, was die Gesellschaft so sagt, wollte ich halt machen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich, und das habe ich einfach im Unterbewusstsein auch so gespürt, dass wenn ich diesen Weg gehe, dass ich da einfach unglücklich werde und dann einfach wirklich da in meinem Käfig dann drin bin und Cubicle. Ja, im Cubicle, genau. Und darauf hatte ich einfach gar keinen Bock. Und bei Ferdi war das so, als ich ihn so kennengelernt habe, er war einfach immer so excited, out of the box zu schauen, auch wenn es keine Box gibt. So ist es, there is no box. Aber ich sage das jetzt einfach mal so, dass er wirklich out of the box gedacht hat und immer so nach Alternativwegen geschaut hat. Und das fand ich super spannend. Das heißt, es hat mich dann auch so excited, mitzugehen in diese Richtung. Und das würde ich fast sagen, finde ich so, wo du mir am meisten geholfen hast, weil es halt einfach so einen Big Impact gehabt hat auf mein Leben. Ey, likewise. Deswegen dir bin ich im Penner auf einer Insel, auf einer tropischen Insel, wo es so hässlich ist. Mhm. Und hate on my life.
Gern geschehen, Bro. Ja. Synchronicity hat dir einen Alien geschickt, den du gebraucht hast. Ja. Willkommen im Paradies. Ja. Einfach glücklich sein. Ja. Nervt es dich manchmal, dass Ferdi so bekannt ist? Auch wenn ich sie jetzt nicht so bekannt, also weißt du. Also bestimmt bekannt. Also ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo du für mich dann wirklich so bekannt geworden bist. Das war, jetzt da waren wir bei gespannt. Fibo. Ja. Und dann standen wir draußen und haben eigentlich auf Mischa und auf Patrick Reiser gewartet. Weil die hatten irgendwie so ein Ban oder sowas, die durften nicht rein in die Fibo. Nee, die wollten nicht. Die waren die einfach so nicht, dann mit dem da drin so laut, hieß das, wir machen unser eigenes Ding. Genau, und dann kamen so also, zwei Jungs an. Und meinten so, ey, wir kennen dich doch, V-Gains oder Vegan Strengths war es erst damals. Und ja, und da war ich so, Tigi, er hat ausgesorgt. Zwei Leute haben ihn erkannt auf der Straße. Ja, und da war ich so, okay, jetzt geht's richtig ab. Und ob es mich nervt, nicht wirklich. Ich finde es eher voll schön, ich freue mich immer für dich. Und ganz ehrlich, die Leute erkennen mich ja auch. Ich finde es auch einfach, es ist ein witziges Gefühl, wenn Leute dich ansprechen und du weißt nicht, was wissen die jetzt eigentlich über dich? Ja, und dann bist du immer so, aber es ist einfach trotzdem witzig. Ja. Nice. Ja, Claire hat heute auch gesagt, im Gym hat sie einen angesprochen wegen unserem Podcast und der war auch voll nice. Siehst du, ja. Welche wichtigen Erkenntnisse hast du aber durch... Darf ich dich kurz fragen, ja, ja. Nervt es dich eigentlich? Ey, meine Reichweite ist einfach perfekt. Da habe ich im letzten Podcast auch drüber gerantet, weil da habe ich halt so darüber gerantet, dass man halt immer sich wirklich so im Kopf durchspielen will, will man das wirklich? Weil so oft kommt, wir wollen ja immer mehr oft, so oft, dass wir sind so diese irrationalen Affen und so oft kommen einfach so Dinge, die wir denken, dass wir wollen, aber dann spiele ich sie im Kopf durch und dann bin ich so, nee, wenn wieder so kurz so reinkriegt, so, Bro, ich brauche mehr Zahlen, so, ich brauche mehr Klicks, so, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Fame, so, ich muss mehr, und wenn das so kommt, dann spiele ich es halt so im Kopf durch, okay, ich erreiche so viel mehr Leute und dann merke ich so die ganzen Einschränkungen, die ganzen Responsibilities und so und dann wohin geht's so und dann sitze ich da so, bin so der Präsident und was machen wir jetzt hier mit Putin da? Und ich so, nee, Digga, ich will diese Position von dieser ganzen Macht und ich will das gar nicht haben, ich will nicht rausgehen und ich kann nichts machen und ich weiß immer nicht, wer mag mich so wirklich und alle sind einfach so, ich will hier einfach Eisbaden gehen, aber ich werde 100-mal gestoppt, die Leute denken alle, ich bin ignorantes Arschloch, weil ich einfach gerade hier einfach nur Eisbaden will und nicht jetzt undercarbt werden will und wenn ich mit jedem rede, dann kann ich meinen Excitements gar nicht folgen, aber alle stoppen dich überall, immer so zu wissen, ich mache irgendwo einen Spaziergang, alle machen so Fotos, wenn die so dich ansprechen und cool sind, ja cool, aber wenn sie so, einfach du die ganze Zeit so die Schultern so irgendwie ein bisschen um, weil du weißt, du wirst so beobachtet, du hast dann auch Feinde, auf einmal sind 300 Pizzen vor der Tür, ich denke mir so, meine Reichweite ist so perfekt, weil ich gehe raus, ich kann freies Leben leben, hin und wieder sprechen mich Leute an, die sind eigentlich immer richtig cool und wenn ich sowas mache wie ein Meetup, dann kommen nicht viel zu viele Leute, aber auch nicht viel zu wenig, sondern genau so ein Sweet Spot und die Leute sind auch like-minded, weil ich ja Content kreiere von mir so und zwar real und das ist der geilste Filter, weil ich so, sag mal, mach mal nur Entertainment-Content, der so viral geht und dann schau, wer auf dem Meetup kommt, der ein paar like-minded Leute, aber ganz viele nicht like-minded Leute und deswegen so, wie viel Vibe Freunde ich auch durch meine Follower oder Dates oder was auch immer so wirklich Freunde, Soulmates ich durch meine Follower, weil like meine Leute ich damit anziehe, das ist einfach perfekt, so meine Reach. Und einfach so dieses Streben nach mehr, einfach damit so, nee man, genau, so it's not about numbers, it's about reaching the people you need to reach und Synchronicity, take care of the shit, mach einfach das, was dich excited und nicht dieser, ja, aber die Zahlen, so, oh, das kommt doch, und dann sträubst du dich so vor die Linse zu gehen, okay Bro, ich laber mir einen ab, ich will, dass du mir redest. Nee, aber ja, ich finde es nur spannend. Gab es trotzdem mal irgendwo mal einen Moment, wo du gesagt hast, oh Gott, das ist gerade nervig, dass diese Person XY mich kennt, weil die Person, die mich jetzt belästert, so auf der Straße oder die irgendwas per Post schickt, irgendwelche Penisse und so, und du sagst so, stopp damit. Also ja, aber meistens war es mein State of Being, weil ich in dem Moment ein undercarped Ferdi war, der einfach... Er war so undercarb auf dem Gym nach Hause, er hält mich an und der labert mir ihn ab und ich bin halt einfach voll undercarb, mein Rucksack ist voll und ich habe zwei Pakete in der Hand oder so. Und jetzt würde ich das halt einfach auf nice kommunizieren auch, weißt du? So, ey, ich bin hier in a hurry, ey, und halt einfach so einfach nice sein, aber so mein Excitement ist weiterzugehen und ich so auch
hier, vor 2 Tagen, ich bin am Sand Beach, gehe so lang, ziehe mich so allmählich aus, ein Follower kommt so, ey, cool, aber ich laufe halt weiter, weil ich komplett will... Komplett aus? Ja, weil ich will halt nackt ins Meer, weil bevor es stockduster ist. Ich sage so, ey, cool, ich gehe jetzt hier nackt ins Meer, überlege so, was mache ich die nächsten Tage? Ah, übermorgen ist da ein Aesthetic Dance, schreib mir einfach eine DM auf Insta, ey, wir sehen uns eh hier bald auf der kleinen Insel, habt eine geile Zeit, ich will jetzt ins Wasser jumpen. Schwimmerbrille auf, nackt ins Wasser gejumpt und geil war's, weißt du? Und so einer hat mir mal so ein Dairy-Joghurt vor die Tür gestellt mit meinem Namen drauf. Da dachte ich mir halt einfach nur so, okay, krass, unnötig so, ja. Wusste ich gar nicht. Dachte ich mir auch so, ja, witzig. aber dann höre ich halt von anderen YouTubern, die halt wirklich so Scheiß in Paketen bekommen oder so. Da war ich so, okay, meistens kriege ich halt nur nice Briefe, Liebesbriefe, Geschenke, die mir taugen. Mhm. So richtig liebe Gesten, so in Österreich, so eine Box versteckt oder so. Da ist jetzt ein Dairy-Joghurt, weil ich einfach so auf den Müll geschmissen habe, unnötig so. Okay. Ja, aber ja, nee, sonst, das ist halt immer nur mein State of Being. Eine Sache kann ich noch erzählen, was mir noch hochgekommen ist. Ich krieg manchmal halt so DMs auf Instagram und dann ist es immer so, da weiß ich immer nicht so, wollen die wirklich mich kennenlernen oder es ist so, dass ich so der Weg bin zu dir halt, weißt du? Und dann sagen die zum Beispiel, hey, ich bin so gerade auf Koh Phangan angekommen, hast du nicht Bock, irgendwie zusammen essen zu gehen und so? Und ist ja eigentlich voll lieb, die Frage. Aber dann denke ich immer so, ja, was ist der Hintergedanke dabei, weißt du? Und das ist manchmal halt dann ein bisschen nervig, weil das, ja. Und das ist auch bei mir manchmal dieses, mögen die mich so wegen mir oder weil ich halt eine Reach habe? Und weil ich halt so auch dieses, wirklich, das kannst du ja bestätigen, komplett ausgeschalten habe, dieses so, mir darauf irgendwie was einen runterzuholen oder eingebildet zu sein, so komplett, so ich vergesse das so, wirklich so komplett, dass ich irgendwie, ne, also was heißt komplett, aber so überhaupt nicht, wie ich halt teilweise noch früher so gedacht habe, dass ich das so irgendwie krass finde, sondern ich begegne jedem einfach so auf Augenhöhe und ich bin kein Fünkchen besser als irgendwer und dann manchmal so, oh, die Person ist so freundlich, aber dann erinnere ich mich so, ah, die weiß ja hier, ich habe eine Reach, so, und dann kommt halt so die Frage, ist sie zu jedem so freundlich oder nur deswegen? Aber so das Menschliche, ich habe da schon ein gutes Gefühl so dafür und das findet man dann eigentlich immer ganz relativ schnell raus. Aber ja, sonst einfach geil, weil es einfach mein highest excitement ist so, und ich einfach die Manifestation dafür sehe und mich aufs Positive konzentriere und deswegen ist es das, was ich erfahre und es ist einfach geil. Welche wichtigen Erkenntnisse hast du durch Ferdi erfahren und welche wichtigen hat er von dir? Da darf ich jetzt auch mal antworten. So, ich fange dann zuerst an, ne? Okay. Wichtige Erkenntnisse. Also das, was ich schon davor gesagt habe, dass das Leben nicht nur so aussehen soll, wie die Gesellschaft es dir vorschreibt, das ist für mich ein sehr, sehr... Ja, sehr wichtig einfach als Erkenntnis gewesen. Aber dann halt, als du dann so dann irgendwann eines Nachts abducted wurdest von einem Alien und dann plötzlich zurückkamst und immer davon gesprochen hast, ja, volle Joyce ist halt, man, war ich so, ach, dieser Alien-Talk, weißt du, und dann hört man das halt tagtäglich und denkt man so, könnte es vielleicht doch ein bisschen wahr sein, sollte man vielleicht doch ein bisschen mehr im Moment leben und spüren, was man wirklich will in diesem Moment und nicht das machen, was halt andere dir irgendwie vorschreiben, ob es Eltern sind oder irgendwer. Das finde ich halt schon ein wichtiges, wie sagt man das, wichtiges Erkenntnis? Nee, ich kenne kein Deutsch mehr. Ich auch nicht. und ich überlege noch, es gibt halt so viele Sachen. Also ich würde sagen, die meisten Sachen... Da bist du einfach für mich so ein Mensch aus der Zukunft und machst so Sachen, die jetzt irgendwie voll Sinn machen, aber auch so zum Beispiel, ich würde fast sagen, ohne dich wäre ich nicht so früh auf Veganismus gekommen. Weißt du, du warst da so der Vorreiter und du hast mich so mit ins Boot gezogen, so, hey, mach mal mit, mach mal die 30 Tage, die Challenge mit und so. Und ich war noch so, vegan ist richtig bescheuert, darauf habe ich gar keinen Bock. Ja, viele so Sachen halt. Deswegen, ich müsste eher nachdenken, es würde jetzt zu lange dauern, um alles aufzuzählen. Ja, same. Also unterbreche mich jetzt, wenn ich zu lang laber. Aber so,
Jetzt sagst du weiter. So viele Dinge, so, ich glaube, das hast du mal gesagt und seitdem habe ich das übernommen. Weil wir lernen so, wir haben in dieser geilen WG-Zeit, seit wir uns kennengelernt haben, so viel und nach wie vor gegenseitig voneinander gelernt. Du hast es so, ich glaube, du hast es gesagt, so wie so zwei Diamanten, die sich gegenseitig schleifen. Und genauso viel, wie ich von du von mir gelernt hast, genauso viel habe ich von dir gelernt. Und das sind so viele Dinge. Und ich erzähle einfach mal ein paar, die mir so einfallen. Mhm. Einmal so krass, wirklich dieses Spielen, weil du bist, ich sehe dich so oft halt wie so ein Delfin, der einfach so, und das ist so ansteckend, das ist so geil einfach, dass du halt so immer so dieses Spielerische und überall, wo wir sind, einfach immer so rumspielen und es so einlädt. Und dann, und auch wenn ich dir dann einfach nur so dabei zugucke, macht mich das einfach happy, so wie spielerisch du bist. Und dann habe ich das halt voll oft adaptiert und so gemerkt, wie geil das ist und damit andere Leute anzustecken und wie happy das dann die anderen Leute macht. Und dass du immer so diese gute Mut versprühst. Und deswegen habe ich dich auch immer so gern dabei, weil ich weiß so, mit Leuten, das versprüht sich so geil und steckt die Leute so geil an. Ich finde es halt einfach doof, wenn die Menschen immer so ernst sind, weißt du, und ich kann einfach offen sein, ich bin hängen geblieben. Ich bin noch im Kopf 12 und deswegen bin ich halt noch ein Kind. Und ich weiß halt nicht, warum so viele Erwachsene so festgebissen sind. Und das ist, ja, es macht mich einfach super traurig und ich finde, das Leben sollte einfach viel lustiger sein. Deswegen don't take life too serious. Das ist einfach enjoy the ride. Ja, Mann. Und auch so einfach so viel kleine Sachen, aber so deine Trips mit deinen Girls, so einfach so du warst einfach immer so der Macher und immer so dieser Wissensdurst von Erleben und Neugier und ey, ich fahre einfach mit dir los, wir machen eine Europareise, so kleine, wo ist es exciting und einfach so, ich so, Alter, was collectet der für krasse Memories so und man kann ja einfach machen, kann ja einfach losfahren und halt immer so diesen Wissensdurst, so den hast du halt übelst krass und ich lieb's dich da halt auch einfach zu beobachten, so. Philipp will da nicht nur Coconut Water im Tetrapack kaufen, sondern will die dann vom Baum ernten und bindet ein Messer an diesen Bambus und schnitzt es ab und guckt sich dann ein Tutorial an, wie man es am besten aufmacht und hat halt diese ganze Erfahrung. Und jetzt so ein Freund hat das hier mit diesem Daytraden und dann guckt er zu und saugt das alles auf und möchte es einfach machen für die Erfahrung. Voll. Und deswegen hast du halt jetzt so viele Skills und bist so underrated. Aber das ist wirklich so meine Persönlichkeit. Es gibt auch einen Namen dafür, Scanner-Persönlichkeit. Also halt wirklich, ich liebe es einfach, so viel zu lernen, wie es halt nur geht. Und deswegen hatte ich immer dieses Dilemma, kannst dich ja wahrscheinlich auch erinnern, wo ich dich mal gefragt habe, so, aber was ist so mein highest excitement? Weil ich ja so viele habe und dann bin ich so, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll, was soll ich jetzt gerade choosen, weil ja, Trading macht gerade Spaß, es macht jetzt Spaß, irgendwie Webseiten zu programmieren, es macht Spaß, so, weiß ich nicht, E-Commerce-Seiten aufzumachen, alles halt, diese ganzen Sachen. Das ist einfach so exciting. Deswegen, oder was habe ich dir gesagt dann? Ja, immer das, was man am höchsten empfindet, das soll man gehen. Aber am Ende des Tages wirst du immer deinen Pfad so oder so finden. Also das heißt, zu dem richtigen, das eine Excitement führt dich dann zum anderen wieder zurück zum Beispiel und so weiter. Mhm. Ja. Und einfach Moment to Moment, was excitet mich jetzt am meisten? Mhm. Wenn es zwei Sachen sind, die mich gleich exciten, was ist so einfacher? What's easier to act upon? Und dann einfach, kann man manche Sachen ja auch nur so lange machen, weil dann macht das so, also den Podcast, den nehmen wir jetzt halt auf und dann, wenn er fertig ist, dann ist er fertig. Und dann macht es Sinn, das zu machen, das und da immer so, was excitet mich jetzt am meisten und was macht so am meisten Sinn gerade? Und das ist halt nochmal wichtig, das will ich auch nochmal betonen, weil das hat bei mir nochmal ein bisschen gedauert, dass ich gecheckt habe, dass man im Moment schaut, was ist dein highest excitement, weil ich immer gedacht habe, was ist denn mein highest excitement jetzt für die nächste Woche, für den nächsten Monat und so und für das nächste Jahr, weil ich bin ja immer so, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich will ja so alles schön im Takt planen. Ja. Aber es geht ja halt nicht. Flow State, Digga. Ja, genau. Weil diese so overarching Careers und fette Projects, denkt man oft so, wo ist da dieses Excitement? Nee, Mann, Moment to Moment. Und dann findest du Dinge, die dich immer wieder exciten. Und daraus entwickeln sich dann Projekte. Und dann, aber dann wirfst du sie auch wieder über Bord, weil dich sich dann, und das ist halt immer dieser Flow State, immer reintun, excited das mich noch. Und da bin ich auch so geil, viel mehr da so in dem Flow, dass ich dann Dinge, die mich so overall exciten, jetzt Infografiken kreiere, nur so lange macht, wie es mich excited. Weißt du, so, ey, jetzt
genug für heute, das excited mich nicht mehr. Und dann nicht so, oh, ich kann jetzt nicht hier 3 Stunden Alien studieren, wie ich das jeden Tag hier gefühlt 6 Stunden gerade mache. Noch viel, also kann, natürlich, so, das excited mich am meisten, das excited mich aus dem Grund. Und let's go. Ja, was ich dann noch zum Beispiel schwer finde, ist, wenn du an einem Projekt sitzt, was sehr, sehr, sehr lange dauert, nehmen wir mal an, 6 Monate, über ein Jahr oder so. Und am Anfang hast du noch so ein Excitement, aber dann irgendwann ist dein Excitement weg. Weil da zum Beispiel wurde ich immer so wurde mir immer beigebracht, so aus, von meiner Mutter und so, ja, immer das, was du angefangen hast, sollst du beenden, weißt du? Fuck that shit. Ja, und es ist halt sowas zum Beispiel super schwer für mich immer noch, dass ich sage, okay, I drop it like it's hot. Und das ist halt, aber dann ist ja oft so, mal so, weißt du, das ist dann, man hat einen Star, so zum Beispiel gestern der Podcast mit Tim von MyFitCoach. Du merkst, wie heftig ihn es raus excited. Das ist so sein heißes Excitement. Wenn sie nicht mehr exciten würde, na, dann verkauft man ein Startup. Oder so oft, so wie Gain Strength, so es excited mich einfach seit, keine Ahnung, über 4 Jahren Infografiken zu kreieren. Und die ändern sich halt so, deswegen halt dieser Flow, weil du kannst die Sache ja auch immer so anpassen. Aber wenn es mich nicht mehr excited, wie jetzt Rezeptvideos zu kreieren, dann mache ich es nicht mehr. Ja, das finde ich halt auch krass bei dir, weil du jetzt Vegan Food zum Beispiel ja auch jahrelang gemacht hast. Ne? Und dann gab es einen Moment, wo du einfach gesagt hast, es excited mich nicht mehr. Und jetzt finde ich das krass, weil kein normaler Mensch würde bei, was, wie viel hat das, 300.000 Followers oder so sagen, nö, ich mache nichts mehr, ich lasse es einfach da schleifen. Also viele normale Menschen, aber ja, die meisten, ja, die, und das ist halt, dann kommt man halt immer in dieses Wegekreuz so, was ich mache, erfüllt mich nicht mehr, ich burn out, ja, weil du machst was, weil du das machst, was du dich nicht mehr excited, du nicht deinem Excitement, es hat dich mal excited, aber jetzt schau doch mal, diese Water Seed Analogy, du nimmst einen Wassermelonensamen zwischen deine beiden Finger, du drückst und er squeezed und er fliegt irgendwo hin, weißt du, guck mal wohin, welche Richtung dich jetzt excited. Und ja, mit so Projekten da halt auch einfach so fein zu sein, so, ey, ich drop den Shit einfach. Weil so, es einfach so auszuchecken, jedes Ziel, egal wie krass es ist, alles ist eine Illusion. So, es gibt kein Ankommen. So, du hast das krasseste Ziel erreicht und dann bist du es, oder was? So, das Einzige, was bleibt, das Einzige, was real ist, ist die Erfahrung. Und die Erfahrung ist halt so nice, wenn man die genießt, weil dann wird man mehr und mehr man selber, so the true natural self. Und es gibt nichts Schöneres und mehr Fulfilltes, als man selber zu sein. Und das halt so zu entdecken, sich daran zu erinnern, indem man mehr und mehr das tut, was einen am meisten excited, und das zu checken, das verändert sich immer, denn Veränderung ist die einzige Konstante, und checken, da ist kein Ankommen, sondern die Ziele sind einfach nur Illusionen, so, ah ja, in die Richtung excited mich. Und der Weg, so, die Erfahrung. Und, ja, und so oft findet man ja was, wofür man richtig brennt. So, schau Elon Musk mal an. Du müsstest ihn festketten, damit er das nicht weitermacht. Denkst du, ihm geht es da um Geld oder irgendwas? Und er macht das schon so viele Jahre und es entwickelt sich auch immer so ein bisschen anders. Aber diese Dinge exciten ihn so sehr, dass er das vermutlich noch für seinen Rest des Lebens weitermachen wird. Und Social Media zum Beispiel für mich excited mich so, dass ich das schon so viele Jahre mache und auch, denke ich, lange weitermachen werde. Aber der Content ändert sich halt immer so. Und deswegen, wenn du zum Beispiel zu was Spezifisches committest, tune wirklich richtig rein, ist es so, brenn ich so richtig dafür, oder oh, das wäre nice bag of money, oh, das wäre ja nice so für die Skill, ja, das, wenn es so ist, fick die Scheiße hart, Mann, das ist nicht dein heißes Excitement. Alright. Nur eine Zwischenfrage, ist gerade einfach nur so hochgekommen. In Russland wurde jetzt Instagram gebannt. Und ich finde es halt heftig, weil ja, diese ganzen Followers, die so Millionen, also die ganzen Instagramer, Influencer, die wirklich Millionen von Followers haben, sind jetzt ein bisschen, sag ich mal, haben ein Mini-Problem. Ich sag mal so, die können immer noch Instagram benutzen über VPN, also über Umwege, aber das ist ja natürlich nicht mehr das Wahre. Und ich frage mich so, habe mich so gefragt, so, yo, Bro, wüsstest du jetzt so automatisch jetzt, es ist klar, du weißt es ja nicht in dem Moment, weil es ja dann bist du ein anderer Ferdi, aber nehmen wir mal an, jetzt plötzlich wäre Instagram weg. Kannst du sagen, auf Deutschland so, ab jetzt kannst du nicht mehr in Deutschland machen. Ja, ab jetzt so. Ja. Gibt es irgendwas, was dich jetzt so exciten würde? Ey. Weil du weißt, dein Einkommen ist erstmal weg. Nee. Also ist YouTube auch gebannt zum Beispiel? YouTube, alles Social-Plattformen. Alles. Du bist aber ist das anti-social. In Russland, oder? Ist in Russland ist es Instagram, step oder? Step. Also es fing mit Facebook. Nee, es fing, glaube ich, mit Twitter an, dann Facebook, jetzt Instagram, demnächst dann wahrscheinlich, also es steht noch nicht fest, aber vermutlich YouTube. So, alles ist weg. So, was würdest du machen? No Social.
so easy, Mann, so easy. Einfach dieses Entspanntsein, so einfach zu checken, wie immer, Mann. Hm. Circumstances don't matter, only your state of being matters. So what? Einfach so, wieso, ich saß auch so mit Julia und ein paar anderen in Rocker-Meetings, wo wir so meine ganzen Social-Media-Dinger analysiert haben. Sie haben mich auch so gefragt, wieso hängst du an denen? Ich habe alle so fett durchgestrichen, so, ey, lass alles löschen, so juckt mich nicht, weil wir wollten so ein neues Projekt anfangen, was so richtig krass wäre. Ja. Was halt so voll viral gegangen wäre. Aber es wäre halt trotzdem nur über Social. Ja, ja, aber das ist nur ein Beispiel, dass ich halt da nicht attached bin. Einfach so, aber das ist nichts geworden, weil ich reingefühlt habe und das hat mich nicht so excited dann. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß, was du machen würdest. Erzähl. Du wärst so, kennst du diese Musiker auf der Straße, die alle krass talentiert sind? Und du wärst so ein Rapper wahrscheinlich, der da steht, so, oh, gib mir ein bisschen Geld, please. Genau. Dann rappst du die ganze Zeit. Einfach so, so halt richtig entspannt sein. Nicht so, oh mein Gott, sondern einfach so, ey, Synchronicity. Klar. Verschließt mir gerade hier diese Tür. Boah, okay. Ja, Social Media excited mich weiter. Die Tür ist mir hier verschlossen. Mich exciten ja so viele andere Dinge. Was excited mich so am meisten? Und dann halt, wie weiter so einfach, einfach den Sachen weiterfolgen, die mich exciten. Wie, ich kann ja weiter übelst viel Deutschrap producen, weißt du? Und wenn es wieder, so kann es ja auch auf Spotify ballern. Das geht ja und über VPNs. Mhm. Ich würde vermutlich eh weiter Social Media machen, aber halt über VPNs. Auch mit meinen Vegan Savages irgendwie kommunizieren, ey, macht euch ein VPN an. Mhm. Easy pump, Mann. In der Kooperation mit einem VPN machen, einen Haufen Brother machen oder Para, wie ich glaube, Para heißt es. Mhm. Und ja, weiter einfach hier die menschliche Erfahrung nach Excitement einfach. Mhm. Alien studieren, einfach Human Connections und ja, Bücher lesen. Man, ich kann jeden Tag einfach ins Gym gehen, wenn nicht, dann kann ich einfach zu Hause einfach so, das ist so einfach gesunde Lebensentscheidungen, die exciten mich so krass und eigentlich ja jeden, weil das ist, das, so die Dinge, die es oft sind, die, so die Basics, die einen eigentlich so exciten, die kehren wir so oft unter den Tisch, weil unser negatives Ego rauskommt und dann baust du dir irgendwie deine fette Company, die dich eigentlich gar nicht excite, aber es geht nur ums Geld und du bist so mega korrupter Wichser, aber du hast die Millionen und dann geht es dir gesundheitlich richtig schlecht. Und du würdest alles wegschmeißen, einfach um wieder pain-free zu sein. Und deswegen deine und was ist die Gesundheit? Ja, gesunde Lebensentscheidung. Und dann kickt sich in die Upward Spiral. Wenn es dir gut geht, wenn du Energie hast, wie viel einfacher ist es, positiv zu denken, deinem Excitement zu folgen. Und wenn du deinem Excitement folgst, es auch zu genießen. Wenn du richtig an der Slap bist und noch einen Kater hast und so, versuch das mal so zu genießen, deinem Excitement zu folgen. So, deswegen, gesunde Lebensentscheidung kann ich immer praktizieren, im Dorf, in Österreich, ganz alleine, ohne Social Media. Und dann auch so, alter, Input, Output. Ich kann jetzt erstmal weniger Output machen. Ich baller mir so viel Input rein, dass wenn ich zurückkomme, ich kann ja auch die ganzen Sachen, auch wenn ich sie nicht rausballern könnte über VPN, könnte ich auch vorproducen. So. Mhm. Einfach, ey, ich habe so Bock, zum Beispiel auch ein Buch zu schreiben und so. Ey, ich sperre mich die nächsten 6 Monate ein. Bro, ich habe so viele Ideen, einen Videokurs. Mhm. So viele geile Dinge, Mann. So viele geile Dinge, Bro. Mhm. Don't let me get started. Ich bin gerade so in Aliens malen. Ich würde so viel, so geil in malen. Ich merke, wie gut ich malen kann. Ich würde nach München die Malschule von meiner Mutter. Ich würde so gut malen, wenn ich würde eine Galerie in Berlin starten. Mhm. Ich würde meine Paintings verkaufen. Ich würde dann dich so da reinschicken und du verkleidest dich immer so, oh, hier, ich würde das für 3.000 kaufen. So, oh, 3.000? Ich rufe mal die Marvel Studios an und die machen dann einen Film über dich und dann sieht man das so wieder in Parallel-Welt, wie du denn das dann machen wirst. Okay? Also wirklich so endless. Das ist so geil, einfach so befreiend. Null attached zu meinen Social-Media-Kanälen oder so und einfach so dieses Urvertrauen. Okay, ey, ich labere mir einen ab. Was magst du am meisten an Ferdi und was am wenigsten? Also was du am meisten hast du schon gesagt. Was magst du am wenigsten? Erstmal, hey, ich habe noch was ich noch mehr mag. Mein Bauchnabel, oder? Ja, natürlich, warte mal. Der Insider. er mobbt mich immer. Jeden Tag. Bauchnabelloser. Deswegen musst du jeden Tag immer solche Storys machen. Wie du deinen Bauchnabel findest. Keiner da draußen traut mich zu mobben mit meinem Bauchnabel, aber du täglich unter aller Sau die heftigsten Jokeballer der raus. Selbst bei den Zeichnungen, die haben nicht mal einen Bauchnabel. Ja, Bro, weil ich endlich mal relaten will. Weißt du, wie gemobbt ich mich immer beim Yoga fühle, die labern immer was vom Bauchnabel. So, tuck in your belly button and through the belly button. Und ich so, was, Belly, ey? Ihr seid so Rassist. Spaß. Ist mir scheißegal. Also mich stört das gar nicht. Okay. Was ich nicht mag? Ja, was magst du nicht? Ich sag mal so, du hast dich als Persönlichkeit auch sehr doll entwickelt.
das finde ich voll gut, dass du zum Beispiel früher, hast du nicht so gern zugehört, aber du kennst ja die ganzen Stories. Ich weiß nicht, ob du auch die Vegan Savages kennst. Und jetzt bist du wirklich so nice, weil du bist ja ein Social Being geworden, Bro. Du kannst mir in die Augen gucken, da war richtig zuhören, hören, was ich sage. Das ist halt einfach mega nice. Mir fällt gerade nichts ein. Also Leute, Bauchnabel ab, dann seid ihr einfach nice und social. Mhm. So einfach. Ja. Also ja, okay, das hat sich echt so in den letzten zwei Jahren sich nochmal so positiv entwickelt, deswegen ist es einfach wunderschön. Danke, Bro. Ja. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass du mich mehr umarmst. Ja? Mhm. Alright. Und das ist so ein Ding, siehst ich habe echt festgestellt. Ich bin hier und krieg keine Oma. Na. Ich habe irgendwie habe ich so reflektiert, weil hier Love Languages zum Beispiel oder halt generell einfach so Physical Touch ist bei mir nicht so groß und ich check hier, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich oder teilweise sehr unterschiedlich sind und halt andere Bedürfnisse haben und ich finde es halt voll nice, wirklich den anderen nicht nur zuzuhören, sondern reinzufühlen, so zu den anderen versuchen zu verstehen. So selbst hast du mal den Test gemacht? Bin du neugierig? Ich glaube nicht, nee. Ich würde mal gerne wissen, was bei dir das Erste ist. Ja, ich glaube, ich habe ihn doch gemacht. Bei mir ist Quality Time, das heißt, ich liebe es mit einer Person einfach Quality Time zu haben. Irgendwas, einfach was Schönes zu erleben und danach ist bei mir schon Touch. Krass. Ja, nee, ich glaube, ich habe es mal gemacht, aber Touch war da nicht zu sehen. Auch Quality Time war das mir so wichtig. Aber bei mir ist Gift zum Beispiel so bei irgendwie 3%, also wirklich an der letzten Stelle. Bei mir war, glaube ich, Quality Time und wenn der andere dich halt so unterstützt, weil das finde ich auch immer so fett, wenn du siehst, was ist dem wichtig und ich helfe ihm dabei. Und das macht mir aber, Verstehe. Und das macht mir auch so Spaß. Ich bin ja so ein krasser Giver und das ist ja für einen selber auch so schön. Und wenn das andere für einen machen, ist das ja auch so schön. Mhm. Und den Leuten das halt auch nicht zu rauben, so, oh nee, ich nehme nichts an, weil, hey, lass den Leuten doch mal Giver sein, lass ihn doch mal geben. Und dann merkt man ja ganz schnell so, oh, beutet der mich aus oder nicht, weil da habe ich auch keinen Bock mehr zu geben oder nimmt der das gerne an und dann ist es für beide einfach nice. Ja, das fand ich voll schön, das ist jetzt so ein Side-Topic. Du hast mir mal einen Gutschein gegeben für eine Tantra-Massage und ich bin ja immer so ein Mensch, der es sehr gerne gibt, weißt du, und da ist es so krass gewesen, dass ich das erste Mal so wirklich zu 100% in einer Session nur received habe und das war eine krasse Erfahrung für mich. Einfach wirklich, ich lag da mit Augen zu, einfach so und nur receiving und du darfst nicht einmal das einfach versuchen zu geben, weil man hat immer so unbewusst immer das Gefühl so, irgendwie würde ich jetzt gerne die Person aufstreichen, weil die macht jetzt so viel für mich gerade. Und dann, nee, darfst du nicht machen. Also du darfst natürlich alles machen, was du willst, aber in dem Moment einfach wirklich bewusst das nicht zu machen, das fand ich einfach krass. Ja, einfach ein Geschenk an dich. Und war es ja auch, dass du es dann auch so angenommen hast und da dann auch. Das war echt schön. Aber ja, was ich einfach fest, so Physical Touch und eher eben, was ich davor sagen wollte, eben andere Leute eben nicht nur zuzuhören, sondern eben auch so das Reintunen, so ich versuche die Person zu verstehen und auch zu wissen, ey, ich wäre genauso wie diese Person, wäre ich so in ihrem Brain, hätte die Erfahrung gesammelt und alles und einfach auch so dieses, so würden keine Kriege entstehen, wenn wir checken, so wir haben unterschiedliche Meinungen und Ansichtsweisen und wir sind damit fein. Voll. Und nicht so, du musst meine, die ist falsch. Aber das sage ich auch zu allen. Immer zum Beispiel, wenn jemand was gemacht hat und dann die Gesellschaft sagt so, oh mein Gott, warum hat er das gemacht oder sie gemacht, weißt du, sage ich, hättest du alles in seinem Leben erlebt, was er erlebt hat oder sie erlebt hat, dann hättest du genau das Gleiche gemacht in dem Moment, weißt du, aber ja. Und ich finde, es ist so befreiend, wenn man einfach so, ey, du siehst es so und ich sehe es so und ich versuche dich zu verstehen und ich sage dir so, warum ich das so sehe. Voll, und du sagst mir so, du so siehst und, wir denken, aber ich respektiere deine Meinung und mein Glaube dient mir einfach gerade mehr. Und deiner macht für mich nicht so Sinn, aber für dich macht es ja offensichtlich Sinn so. Oder, okay, ich respektiere es einfach zu 100% so. So, und einfach auch so, ja, aber wie machst du es damit vegan, wenn die Leute Fleisch essen? Mann, die meisten, die Fleisch essen, die wissen ja nicht, was ich weiß. So, würden sie das alles wissen, würden sie höchstwahrscheinlich checken, dass ihnen Veganismus dient. Genau. Aber ich wusste es ja früher auch nicht. Wie kann ich sie verurteilen? Und selbst wenn sie es wissen, irgendwas müssen sie ja glauben, dass ihnen das weiter dient. Und who am I to judge? So, bin ich Gott oder irgendwas? Nein, Mann.
ich habe keine Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich liebe es einfach, diesen State. Ich respektiere dich. Ich versuche, dich zu verstehen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich dir helfen kann, dass du mit irgendwas struggles und in dem Bereich, da struggle ich einfach nicht, dann erzähle ich dir so von meiner Perspektive. Und wenn es dir hilft, geil. Und wenn es nicht resoniert, dann ist es so. Aber dann versuche ich nicht, oh, aber du siehst die Wahrheit. Ich versuche dir jetzt aufzudrängen, du bist falsch. Ja, ich schmeiß eine Bombe auf dich. Nein, du. Und da eben zu checken, so anderen Leuten ist zum Beispiel Physical Touch voll wichtig. Und dann halt auch so, sich so mehr Zeit dafür zu nehmen für Leute, denen das wichtig ist und halt auch immer, und die Leute dann nicht wegzudrücken. So, ich weiß nicht, ich habe das paar Mal so der alte Ferdi gemacht, so Melina wollte kuscheln, ich wollte hustlen und ich bin so ausgewichen und ich so, Alter, was ist mit mir so? So, ihr ist so für Leute, die dir wichtig sind, da sein und das dann auch immer so, so ich finde es so süß, zum Beispiel Jenny, jeden Morgen, wo wir zusammen gewohnt haben, jeden Morgen kommt sie und umarmt mich und ich bin ja nie zu busy dafür oder so und ich nehme die halt immer richtig doll an, so die Umarmung finde ich voll schön. Aber das ist auch voll typisch hier auf der Insel. Ich weiß nicht, ob du es mal beobachtet hast. Hier umarmen sich die Leute so lange teilweise. Und das finde ich voll schön immer anzusehen, wenn die wirklich so sich wiedersehen und dann umarmen die sich so wirklich so, egal wo, ob es beim Aesthetic Dance ist oder am Strand und dann umarmen die sich so mindestens eine Minute, was halt normalerweise keiner macht. Aber darauf stehe ich zum Beispiel auch voll, auf diese langen Umarmungen. Ja, und ja, das finde ich voll schön hier zu sehen. Und mir ist Physical Touch natürlich auch wichtig, aber halt nicht so wichtig wie manchen anderen. Und ich liebe Physical Touch, aber ich sehe halt, boah, andere, die craven das ja noch viel krasser. Und ich bin so, weil viele, das kennst du vielleicht auch so, die sagen dann immer so, oh, sie haben lange nicht in ihren umarmt, das tut so gut, sie craven das richtig. Voll. Ich habe das so, weißt du, ich war 2,5 Monate in Österreich ganz allein. Ich habe halt viele Bäume so umarmt oder so oder mich selber, wenn ich schlafe. Aber ich habe das nicht so, also da war wirklich nicht so. Also ich glaube, mir würdest du es krass vermissen. Also ich brauche so, ich bin ein Kuscheltier-Mensch. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin als Kind so groß geworden, dass ich wirklich immer ein Kuscheltier hatte. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt zu meiner Freundin Juli, dann sage ich auch mal, sie ist mein Kuscheltier jetzt. Und es ist immer so schön, morgens aufzuwachen, mit jemandem zu kuscheln und so den Tag zu starten. Das ist einfach, ja. Ich bin so in Touch. Ich will einfach aufstehen. So. Und da halt auch ehrlich zu mir selber sein. Dann halt auch nicht so, ja, das ist irgendwie so, manche Sachen sind ja so besser angesehen von der Gesellschaft, manche schlechter und dann immer so, sondern ehrlich zu sich selber zu sein. So, ey, und das war dann auch so schön. Zum Beispiel, Tanja wollte übelst viel kuscheln. Und ich halt nicht so krass. Und dann habe ich gesehen, Julian kuschelt auch voll gerne und dann einfach damit fein zu sein. Unser WG-Mitbewohner. Genau, die beiden viel kuscheln, also dass es mich halt gar nicht stört und dann kuscheln die so viel und ich so, nice, weil geil. Und deswegen halt auch nenn's offene Beziehung, nenn's Love is Infinite, einfach so diese Abundance halt. Es kommt einfach immer auf Abundance zurück, weil halt zu denken, einer kann alles vom anderen fulfillen, die ganzen Bedürfnisse und so. Jetzt kommt so eine Frage im Kopf. Ja. Was denkst du, ist dein Kiwi auch so ein Kuschelersatz gewesen? Ja. Weil ich frage mich manchmal immer so, wieso hat man manchmal so ein Urge, sich ein Haustier zu holen? Versucht man da irgendwas zu verfüllen, was man an irgendwelchen Gefühlen hat, die man nicht irgendwie. Weil Leute so woke sind und checken, dass Menschen scheiße Spaß haben. Nee, ich freue mich nur. Also, das ist auf jeden Fall, denke ich, ein großer Faktor, einer von vielen. Weil, jetzt nur als Beispiel, Tanja, sie war ja die ganze Zeit nur mit Kiwi am Kuscheln, nonstop. Und es war immer so, ja, es war voll schön anzusehen. Aber vielleicht einfach nur, weil du nicht mit dir gekuschelt hast. Nee, hab ich ja. Aber für mich ist so, ey, wenn wir einfach so nice rumkuscheln, aber halt nicht die ganze Zeit so, weißt du? Ja, klar. Das ist so, dann exciten mich einfach andere Sachen viel mehr und ich habe gar nicht das Bedürfnis danach. Klar, ist auch verständlich. Aber ja, das ist, glaube ich, ein großer Faktor, wieso sich Leute Haustiere holen mit vielen anderen. Es gibt ja wahrscheinlich so viele Gründe, warum man das macht. Ja, aber ich glaube, das ist ein großer, ja, generell diese Liebe und einfach auch so dieses Gefühl, denke ich, so verstanden zu werden und einfach endlich mal so ein Family-Member, der quasi keine Valakrisen kreiert, also halt außer jetzt, er frisst Scheiße oder er hat sich in irgendwas gewälzt oder er ist krank, so diese, ich nenne es mal so diese menschlichen Bedürfnisse halt oder er hat hier irgendwie, hat ja irgendwelche Traumas oder so, an denen man arbeiten darf, aber so, oh, du willst mich streicheln? Ah, nee, willst du nicht? Okay, dann chill ich hier einfach. Und ich so, wie du willst? Oh, und ich bin jetzt komische Vibe, so, oh, willst du raus, frisbee? Ja, willst du nicht? Na gut, dann liege ich jetzt hier. Oh, ich lege mich auf deinen Schoß. Und halt nicht so,
du wolltest vorhin mit mir nicht rausgehen, jetzt willst du rausgehen, oder was? Sondern dass die Tiere einfach so, oh, endlich chillt da mal einer. So, ich komme zu ihm hin, der freut sich, aber er ist auch nicht eingeschnappt, wenn ich jetzt nicht ewig, so, weißt du? Mhm. Okay, ich laber viel zu viel, Bro, ich will dich lieber Sachen fragen. Lebst du das Leben, was du leben willst? Lebe ich das Leben, was ich leben will? Das ist eine sehr gute Frage, weil dann ist es wieder so, dass ich ja mir etwas in der Zukunft vormale, was ich erreichen möchte. Ich kann dazu nur sagen, ich gehe in die richtige Richtung. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich so... Was soll ich sagen? Das verstehe ich nicht. Bro, es gibt doch nur das Hier und Jetzt, es gibt doch nur den präsenten Moment. Das Hier und Jetzt, genau. Es wird nichts. Aber es ist immer so, wenn jemand sagt, lebst du dein Leben, wie du es halt leben möchtest, dann ist es so, entweder du sagst jetzt im Moment, ja, ich lebe es so, wie ich es möchte. Und ich denke, ich würde jetzt einfach sagen, ja, ich tue das, weil ich bin happy mit dem, mit allen Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Und ich bin froh, dass ich der Philipp bin, der ich jetzt gerade bin. Aber auf der anderen Seite denke ich auch daran, dass man sich die Frage stellt, so, wo möchte man dann wirklich so in 10 Jahren sein? Und so das, was du davor gesagt hast, so gefühlt und dieses Aber, was du danach gesagt hast, so gar nicht gefühlt. Welches Aber jetzt? Dieses so, ich bin voll happy mit allen Entscheidungen, in denen ich bin und was ich mache, aber man stellt sich schon so die Frage, wo ich in 10 Jahren sein will. Nee, das war halt so bezogen, das kam so, das war das Erste, was so hochkam, als ich diese Frage gehört habe, dass man auch so ein bisschen denkt, wie es in der Zukunft ist. Ist es das, was man bis jetzt erreicht, oder möchte man irgendwas Bestimmtes erreichen, aber die Frage ist halt immer, Bro, ich würde diesen Gedanken so rausficken und dass der gar nicht mehr kommt, weil der macht viel mehr Kopfwicks, macht viel unglücklicher, macht viel mehr Vergleichen und was ist in der Gesellschaft angesehen so und einfach zu checken, ey, es kommt eh so anders, als du denkst. Voll. Digga, was ist, wenn ich dir sage, in 10 Jahren, da chillen ja die Aliens so. Voll. Und da ist einfach alles ganz anders. Und auf einmal walken wir ein bisschen ab und telepathic... So einfach sind wir unterwegs und auf einmal vielleicht kommt sowas wie Free Energy und wirft alles aus dem Kopf und so. Es kommt so ganz anders, dass so eine ganz andere Währung, was auch immer, so vielleicht keine Grenzen, so ganz anders, als du denkst. Genau, und das ist kommt jetzt immer anders, als man denkt. Und dann ist so dieses Punkt, so, wo ich nochmal zu der allerersten Frage, glaube ich, was wo du mich so, wofür ich dankbar bin. Da ist keine Box. Wo du mich geändert hast zum Beispiel. Und das ist einfach, gerade, dass du halt so alte Gedanken, Glaubenssätze, die ich noch habe, halt, dass du die sagst, hey, das ist jetzt so ein Glaubenssatz, der einfach in dem Moment einfach... Also ja, die Frage ist halt, ob der dir dient, aber ja, genau. Ich denke, die meisten gibt dir nur einen Kopf. Das finde ich halt ganz gut, dass du da so kritisch immer hinterher bist. Ja. Und denkst du, der Philipp vor 10 Jahren hätte gedacht, dass er jetzt hier mit mir so in Kopangan sitzt und... Natürlich nicht. Eben, ganz anders, ganz anders. Und deswegen fick diesen, weil wieso soll ich da eine Sekunde daran verschwenden, wenn es mir null dient und eher gar keins, also natürlich macht Spaß so tagträumerisch und ich stelle mir auch die ganze Zeit so Parallel Universes vor, wie könnte dies, das und da und dann bin ich aber einfach so, ey, hier und jetzt, wenn ich im Hier und Jetzt ankomme, so that's the only thing that exists und dann findet mich alles spielend und da wird nichts Besseres kommen, nicht so dieses so oh, dann ist es diese Wenn-Dann-Funktion, sondern checken, da wird nichts Besseres kommen, es ist alles und der gleiche Shit from a different point of view. Ja. Deswegen, man muss einfach wirklich so ehrlich zu sich sein und nicht immer so, finde ich, mehr im Jetzt leben, als immer so Zukunftsgedanken zu haben, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Frage stelle, so der meiste, also die average person da draußen, denkt sie eher so mehr in die Vergangenheit oder eher in die Zukunft? Was würdest du sagen? Ich kann es dir sagen, die Visionaries und so, die so irgendwie so Entrepreneur-mäßig ein bisschen drauf sind, sind viel mehr in der Zukunft. Mhm. Und die Leute, die eher so nostalgisch und irgendwas ist so passiert und damals war es besser so, die sind viel mehr in der Vergangenheit. Mhm. Und dass man das, ja, dass man wirklich sich so ein bisschen ertappt, finde ich. Und dass man wirklich einfach mehr im Now lebt. Gelingt dir es gut? Nee, also ich ertappe es auch mal, dass ich ständig so noch so, ich bin mehr so in der Zukunft unterwegs, würde ich sagen, als in der Vergangenheit. Aber ja. Und es ist ja auch ganz normal, so wie wir, das ist ja diese menschliche Limitation, dass für uns
Raum und Zeit eben so viel Sinn macht und Zukunft, Vergangenheit und ich sag dir, wir treffen uns um 5.40 Uhr da und da und das macht für uns mega Sinn, diese Illusion von Raum und Zeit. Mhm. Und dann ist es ja auch mega menschlich und kann ja auch voll oft auch dienen, eben in die Vergangenheit zu gehen, über seine, wenn man es so definieren will, Fehler nachzudenken, daraus zu lernen, in die Zukunft zu gehen, so, ey, wenn später das und das, in der Vergangenheit habe ich diese Entscheidung getroffen, das hat mir voll gedient, so, sei es jetzt Mealtiming, sei es, oh, ich habe mich da so überfressen, so, das hat sich gar nicht, ich habe nicht gut geschlafen, ich mache das jetzt nicht, so daraus halt immer so zu lernen und dann auch so zu planen, so, ey, was dient mir, dann mache ich das da, ey, das macht voll Sinn, das nach dem Gym zu machen, aber halt nicht zu weit in der Zukunft. Und da halt nicht so, und halt immer wenn ich merke, das loopt so, ich kann es da eh nicht beeinflussen und ich kann da nichts dran ändern, so, wenn das was ist, und dann schreibe ich es mir auf oder so, aber wenn ich merke, so, das loopt einfach dumm, so, ey, ich habe hier jetzt mehr Pickel und was kann ich machen, so, okay, ich mache einfach jetzt mal diesen Approach, weil ich denke, das dient mir am meisten und dann merke ich so, okay, es loopt hier einfach dumm und dann sehe ich das eben so in der Vogelperspektive und schmeiße es aus dem Kopf raus. Voll. Und schreib mir so meinen Kalender so, ey, nach einem Monat, das ist ein gutes Fazit, dann guck mal, wie so dieser Wash und so funktioniert hat und das. Und dann evaluier, weißt du? Ja. Deswegen will ich auch eine timeless Watch, eine timeless Piece. Eine Uhr ohne Zeiger. Die mich schon erklärt, erinnert, was das ist? Ja, einfach eine Uhr ohne Zeiger. Und immer, wenn ich drauf gucke, erinnert sie mich mehr, im Hier und Jetzt zu leben. Brauche ich auch. Wobei, Claire hat dann so gut gesagt, ja, aber die Uhr zeigt dir immer das Hier und Jetzt an, weißt du? Das ja. habe ich sogar gesagt. Ach so, du? Ja, ich habe das doch gesagt. Weißt du noch, als du mir das, den Film so kurz gezeigt ja, hast? Ja, oder warst du es? Ja, genau, und da war ich so. Aber halt so als Flex, weißt du? Alright. Nervt es dich, wenn Ferdi immer am Filmen ist mit dem Handy oder mit der Kamera? Ich kann da ehrlich sein, es gab mal Phasen, wo es mich genervt hat, vor allem würde ich mal behaupten, so alles so vor Bali-Zeit, weil da war es halt schon sehr intens und vor allem da hast du auch tagtäglich gefilmt und das Ding ist, du hast zum Beispiel, ja, ich habe dich zum Beispiel besucht, irgendwo in Berlin, bei dir zum Beispiel in der Wohnung und ich wusste, wenn ich jetzt die Tür aufmache, boom, ist sofort eine Kamera vor meiner Fresse und ich bin so, yo, ich kann nicht mal richtig Hallo sagen und so, sofort bin ich live dabei und muss dann performen, so hat man das Gefühl. Weil immer, wenn man trotzdem eine Kamera da anhat, ich würde behaupten, ist man nicht the truest self. Oder ich noch nicht jedenfalls. Weil man immer trotzdem das Gefühl hat, man wird gerade beobachtet. Deswegen, ja, es gab Phasen, wo es mich genervt hat, aber jetzt würde ich sagen, alles nach Bali ist es überhaupt nicht so. Denn, ja. Facts. Und wenn ich reflektiere, ey, also ich bin so dankbar für eben, wie ich mich entwickelt habe und alles und sehe das auch gar nicht als schlecht, aber wenn ich eben zurückgucke, merke ich so, ey, das excite mich gar nicht mehr, so dieses Verhalten von, und ich sehe das dann halt, ich sehe das so oft dann in anderen Leuten zum Beispiel, die dann noch neuer zu Social Media sind und dieses zum Beispiel, ich muss alles festhalten, so. Ich muss halt auch immer so den Leuten zeigen, wie krass ich bin, so. Weißt du, ich gehe zum Aesthetic Dance, ich muss das immer so, sondern, und jetzt bin ich halt einfach so frei, so, es ist mir wirklich scheißegal, weißt du, ich lebe ja, so mein Leben, ich muss niemanden flexen oder so, also von niemandem flexen und, oh, ich bin hier am Aesthetic Dance und ich rede hier mit Joe Trank und Misha und wir haben hier eine tiefe Unterhaltung und ich musste jetzt hier einen Bumerang machen, so, oh, schau mit, nee, Mann, das war einfach offline und das war einfach geil und ich musste und da einfach so halt auch dieses so oft dann immer so reintunen, so würde das jetzt diesen Flow, weil es ändert den ja immer, wenn ich jetzt filme zum Beispiel, ändert den das in eine Richtung, die ich nicht so fühle oder ist es so, oh, wir haben hier ein Bro-Date, weißt du, es ist voll nice, hier ist einfach so schön, ich bin hier vielleicht, du kennst es ja, man denkt so, man ist voll oft hier, dann komm nicht mehr hier hin, ich mache jetzt einen kurzen 2-Minuten-Clip, aber Flow mit dir genauso weiter, wo ich da weiß noch, wo wir da waren und bei diesem Restaurant und ich habe hier einfach so ein bisschen rumgefilmt und ich flow mit dir einfach quasi genauso weiter wie ohne Kamera und das ist halt dieses Reale, nimm euch mit, aber dann so, okay, dieser 2-Minuten-Clip, jetzt reicht doch wieder, ich will mit dir hier einfach chillen, weißt du? Und Aber ja, es hat auch eine Kunst für sich, ne? Das erstmal muss man erstmal lernen. Ja, genau, und da bin ich eben so dankbar und kann halt den alten Ferdi auch voll verstehen, weil man dann so schnell so dieses Highlight-Reel und man will natürlich, wenn man dann auch Daily-Vlogs macht, dann jeden Tag die krassen Sachen immer filmen und alles. Und jetzt einfach so, besonders auch so die ersten Tage.
yo, ich bin in der Crip von Ferdi, ich mache gerade einen Podcast, Alter. Ja, yeah. Ich filme gerade aus Spaß. Ja, ja, für die, die dich, das ist so witzig, weil wenn Leute nur zuhören, ja, muss man mal so zum Beispiel manchmal auch Gäste so, weißt du, ich frage sie sowas und sie schütteln den Kopf, ich so, die Kopfschütteln hört man nicht. Natürlich nicht. Und, ich wollte einfach nur lustig sein. Nee, war auch lustig, voll. Und ja, das durfte ich einfach auch lernen und da halt einfach so diese gesunde Beziehung so und halt immer auch so Flows sehen so und dann merke ich halt so, Alter, ich habe damals so oft gefilmt, wo es vom Flow den einfach gekillt hat und halt auch so, wenn ich neue Leute zum Beispiel kennenlerne, so den ersten Tag filme ich meistens gar nicht mehr, weil ich will sie erstmal so kennenlernen, ja, weißt du? Das finde ich voll schön, genau, und früher war das halt immer so. Ja, voll. Haben dann auch andere dann halt, sag ich mal, negativ zu mir dann gesagt, dass sie meinen, ja, die kannten noch nicht mal Ferdi, aber er filmt sie sofort und so und dann ist halt so, ja, für die halt nervig gewesen. Ja, ja. Und da auch so voll checken, so nicht so, oh, ich, Hauptsache ich will hier was Geiles für den Vlog, sondern mein highest excitement ist, niemanden zu verletzen oder so und dann halt auch immer so zu checken, so, wenn ich Leute filme, wie, so, das merkt man ja, die sind voll excited, im Vlog zu sein oder sie fühlen es nicht so und dann frage ich sie natürlich so und dann auch so, oh, löscht das hier oder so. Und ja, und auch einfach so, ich habe, glaube ich, jetzt schon über eine Woche keine Vlogs gemacht, aber einfach, es war nicht mein highest excitement und dann nicht so diese alte Fähre, die so, ja, aber du musst ja jetzt wieder und da und nee, man, einfach nach Excitement. Nächste Frage. Wie ist Philipp so ein sympathischer und netter Dude geworden? Also ich hoffe, in den Kommentaren schreibt ihr jetzt was anderes. So. Hängengebliebener. Ferdi, was hast du mit ihm gemacht? So, ein unsympathisch. Ich lege mich mal so ein bisschen hin. Ich hoffe, es stört dich nicht. Und wie ich zu so einer Person geworden bin? Das war jetzt die Frage. Wie du so ein sympathischer und netter Dude geworden bist. Du kannst auch manche ganz Fragen ehrlich, einfach nur mit einem Wort beantworten. Ja, aber ganz ehrlich. Aber wieso sagst du immer ganz ehrlich? Weil das habe ich zum Beispiel aus meinem Wort gebraucht, gestrichen, weil wenn erzähl ich sage, ich komme mir immer so dumm vor, weil, oh, okay, jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich so, nee, Mann, ich will einfach ehrlich sein. Okay. Deswegen. Es geht nur darum, dass es ist so eine tiefe Frage, die man entweder stundenlang beantwortet oder ich sage einfach, ich bin so geboren. Born differently. Born sympathisch und netter Dude. Ja, geil. Würdet ihr zusammen Sex haben, zum Beispiel Dreier oder Vierer, ernst gemeint? Ja, warum nicht nur zwei einfach? Ja, warum? Ja, an mir schon soll es nicht scheitern. Ja, an mir auch nicht. Also, machen wir mal die Kamera aus. Kurz. Ja, lass doch laufen, Bro. Oh, willst du bottom oder top sein? Beides. Ich bin mixed. Wir flauen einfach durch. Wie nennt man das? Nennt man das mixed? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ob wir uns das vorstellen können? Ja, oder? Ich voll. Ja, deswegen. Wir können uns schon vorstellen. Aber, Bis was? Jetzt ist es noch nie passiert. Deswegen da draußen, Leute. Ja. Bleibt dran. wie damit umgehen, wenn, das ist einfach so eine diebe Frage, die jetzt nichts mit dir zu tun. Zahlst du deine Freunde, wenn du mit ihnen einen Podcast machst? Zahle ich dir was? Also ich hoffe, ich kriege danach eine Banane von dir, weil ich habe Hunger. Ich habe keine Bananen, Bro. Aber ich habe Wassermelone. Das ist doch auch eine Bezahlung, oder? Ja, also, aber nur nochmal so, wenn ich auch andere Gäste habe, nee, ich habe noch nie jemand bezahlt, weil... Das macht man ja freiwillig. Ja. Also ich will keine Gäste. Ferdi hat hier so eine Gun versteckt und er kommt dann immer mit seiner Pistole und sagt so, Philipp, wann machst du mit mir einen Podcast? Und erschieße ich dich. Nicht bezahlen, sondern erpressen. Ja, so. Genau. Das ist einfach mein Weg. Genau. Einfach und so kriegt er die ganzen Gäste. Gewaltreiche Kommunikation. Ihr denkt so gewaltfreie Kommunikation, aber da kriegt man ja nichts gebacken im Leben. Oh. Gewaltreiche Kommunikation. Das ist der Schlüssel. Wie habt ihr euch kennengelernt? Verfolge dich jetzt seit 2 Jahren und weiß es noch immer nicht. Immer noch nicht. Also es war eine krasse Story. Synchronicity. Wir waren im Puff, zufälligerweise im selben Raum. Wollten die gleiche haben. Wir wollten und dann Prügelei. Aber dann beim Krankenwagen haben wir uns irgendwie so gut verstanden, weil wir so viele Interessen haben. Ja. Und dann haben wir uns gegenseitig in die Augen geguckt. Warum machen wir eigentlich immer so Sexual Jokes? weil wir noch Kinder sind, oder? Kinder sind, ja. Ja, genau, nur Kinder machen sowas. Deswegen, ich hatte ja recht, wir sind hängen geblieben. So ist es. Jetzt Spaß beiseite. Wir haben uns kennengelernt beim Trampolin-Touren. Das ist ganz witzig. Die Story war, bei Instagram heiße ich Snowgasm. Und es hat auch einen Grund dafür, weil ich sehr
leidenschaftlicher Snowboarder bin. Und immer, wenn ich Schnee gesehen habe, also vor allem tiefen Schnee, also Deep Powder, habe ich immer ein... Warum klingt das so sexual? Ja, immer ein Snowgasm bekommen. Ist halt so. Und das Ding ist, ich wollte besser beim Snowboarden werden, im Sommer auch. Und dann habe ich überlegt, was kann man machen, weil man kann ja beim Snowboarden auch so coole Tricks machen, so 360-Drehung, Backflips. Und da habe ich mir einfach gedacht, warum nicht zum Trampolin-Touren gehen? Weil, jetzt werde ich gefilmt, jetzt so, hello, wir sind wieder schiegefreit. Bro. Okay. Ich habe doch deine Rechte, oder? Natürlich hast du meine Rechte. Aber ich meinte vorhin, das ist immer so komisch, wenn plötzlich die Kamera an ist, obwohl schon drei an sind. Deswegen. Genau, und wir haben uns halt beim Trampolinturnen kennengelernt, weil ich einfach Bock hatte, da besser zu werden, vor allem in der Luft, weil man macht ja auch beim Trampolin diese bestimmten Drehungen, die du dann einfach dann direkt umsetzen kannst beim Snowboarden. Und gleich am ersten Tag haben wir uns kennengelernt. Ich war da richtig erstmal ein bisschen so jealous, weil er mit so einem richtig hotten Chick gequatscht hat. Kannst du dich noch erinnern an die? Stimmt. Und sie war, ich glaube, sie war sogar ein Model. Und ich war so, wow, wie macht er das? Weil ich war so schüchtern, ich konnte sie überhaupt nicht ansprechen. Sie war so gefühlt so over my league. Und ich war so, er geht da einfach hin und labert die ganze Zeit mit ihr. Und ich so, how, weißt du? Und das fand ich einfach richtig krass. Bin ich dann nicht sogar mit ihr auf ein Date gegangen? Das weiß ich gar nicht. Das hast du mir nie erzählt. Freundschaft ist vorbei jetzt. Nee, das war so, du bist dann sogar beim ersten Mal abgehauen, irgendwie Kaunertal zum Snowboarden. Ja, genau. Und ich bin dann noch mit ihr irgendwo hingegangen. Ja, ich bin noch mit ihr, doch, ich bin wirklich? Noch mit ihr auf eine Party gegangen, ja. Oha. Und, ja. Krass. Ich glaube, ich kann mich sogar dunkel erinnern, dass du es erzählt hast. Und ja. Wie auch immer, an dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir dann auch irgendwann mal zusammen gequatscht. Ich bin dann mit ihr mitgefahren in ihrem Cabrio und so und war richtig hyped. So, Digga, ich erst mal Trampolin, ich hab's nicht, ich geh noch zur Schule, sie ist Model und Studentin. Ich so, boah, act weiter cool, Bro, bleib cool. Aber Hut ab. Schon cool. Ja. Das waren nur meine Trampolin-Skills, Leute. Was ich nur sagen wollte, wir haben halt gequatscht und haben uns sofort voll gut verstanden. Was, du spielst Schurke? Ich habe auch Schurke gespielt. Was, du warst so gut? Was, du hattest so ein Arena-Rating? Wow, okay. Was, Snowboard magst du auch? Skateboarden auch? Okay, okay. Oh, Bro. Ja, die kannst du besser sagen als ich. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit dafür. Ich kann es nicht so wie so ein Maschinengewehr erzählen. Ja, aber vom Prinzip, wir haben halt einfach wirklich sofort gemerkt, dass wir die gleichen Sachen lieben und das hat einfach uns sofort zu Bros gemacht, so instantly. Vor allem, als ich gesagt habe, hey, mein Vater fährt jedes Jahr zum selben Dorf, wo Ferdi immer halt auch groß geworden ist, also jetzt im Winter im Skiurlaub, weil in Österreich eine Hütte. Grüße gehen raus in Königsleiten. Ja, einfach wie random das ist. Es ist halt wirklich irgendein Dorf in Österreich, dass da mein Vater schon immer hingefahren ist. Das ist einfach oder so Synchronicity. Ja, weil wenn die Randomness überwiegt, so wie viele Zufälle kann es geben? Einfach, oh, Synchronicity. Ist einfach zu verrückt gewesen. Ja, und seitdem eigentlich Best Bros. Und ja, was halt noch viel krasser ist, so ich kann einfach mit einer anderen Person quasi alles gemeinsam haben, aber das Größte ist halt einfach der Vibe. Und wir haben halt direkt gemerkt, so Alter, oh, ja, wir viben so, so anders. Und ich war wirklich so vom ersten Mal schon so geflasht, weil ich habe so... Das war so krass, wie wir gevibed haben. Und dann war ich auch so ein bisschen traurig, dass du dann erstmal beim nächsten Mal nicht mehr da warst, sondern erstmal weg, weil ich wollte so das weiter bonden, weißt du? Klar. Und dann warst du weg einfach. Ja. Aber dann kamst du wieder. Und Snowboard-Urlaub, das war echt schön. Und dann dreimal die Woche, wirklich Montag, Mittwoch und Freitag waren wir beim Trampolin-Touren. Und ich habe erst danach gecheckt, ich war eigentlich hauptsächlich immer nur um mit Philipp zu chillen. Das Trampolin-Touren hat Spaß gemacht, aber Philipp hat dann irgendwann mit seiner damaligen Freundin Schluss gemacht und ist dann bei mir eingezogen und dann waren wir fast nicht einmal mehr beim Trampolin-Touren, weil wir gecheckt haben, wir wollten uns nur sehen. Ja, zu witzig. Ja, seitdem Best Bros. Und wir waren noch, das darf man auch nicht vergessen, wir waren auch zusammen in meinem Gym das allererste Mal so außerhalb vom Trampolin-Touren. Das war auch sehr witzig, weil dann habe ich dir so
Deadliften so gezeigt, wie man das macht und so. Das war ach, sehr witzig. Ey, so viele geile Sachen. Wir waren in Skateparks, mhm. weil Philipp war halt auch so daran interessiert, einfach so, ey, wir wohnen mhm. hier in Berlin mhm. und lass mal was machen. Was gibt es hier überhaupt für Skateparks? Lass mal weiter rausfahren, lass mal wirklich einen Sonntag nehmen mhm. und dann da rausfahren. Das waren einfach die geilsten Memories, dieses so, woran man sich halt erinnert. Und davon haben wir so viel gemacht. Wir waren in Kalifornien zusammen für eine kurze Zeit. Und das war einfach so geil. Wir waren, was haben wir noch so? Also damals, so letztens, ja, das hat man ja so gesehen. Wir haben einen Roadtrip zusammen gemacht, ganz oft in Österreich, in Bali zusammen. Aber was haben wir damals noch so? In München hast du mich oft besucht. Voll. Wir waren auf Oktoberfest. Wir waren auf so einem Skater-Event, weißt du noch? Ja, auf dem Olympiapark. Mhm. So, das war die X-Games waren es sogar. Mhm. Ja, stimmt, genau, X-Games. RIP, die gibt es ja nicht mehr. Also nicht in Europa. Ja, wir haben vieles gemacht. Und wir sollen eh nicht so nostalgisch sein, Bro. Leb im Moment, jetzt nicht in der Vergangenheit. Bro, ich will da zurück zu Berlin Bounce Gang. Ja. Weißt du noch, wie wir da blobben waren? Weißt du noch, wie wir dieses Fußball in diesen ja, runden Luftdingern gespielt haben? Das war irgendwie 32 Grad in Berlin. Wir haben uns so einen abgesweddet. Mhm. Aber wirklich das Geilste einfach war, mit Philipp einfach mein Leben so zu teilen. Dieses so, wir wohnen in der WG, wir haben so den gleichen Lifestyle. Wir verstehen uns so gut. Es gibt nie Waller Krisen. Das ist einfach so geil. Und dann halt so diese Kleinigkeiten. Wir gehen zusammen ins Gym so um die gleiche Zeit. Er ist mein Trainingsbuddy mhm. und wir haben einfach ein geiles Training. Danach gönnen wir uns ein paar Erdbeeren am Erdbeerstand, treffen noch Julian im Tiergarten, essen die Erdbeeren. Er nimmt die Frisbee mit, wir spielen ein bisschen Frisbee. Jeder hustelt so dein Ding. Später treffen wir uns für Ultimate Frisbee im Park. Und dann macht der eine das, der andere das und wir sharen und dann mache ich eine neue Challenge mit Day Game und das erzähle ihm davon und dann macht er auch mit und dann dies, das und dann gehen wir zum Blötzensee und er ist so dreckig, aber egal, man, wir jumpen von diesem Baum mit der Berlin Bounce Gang und ja, und so, einfach so cool, weil gefühlt alles, was wir gemacht haben, war auch so neu, also alles so exciting, mhm. deswegen, ja. Machen wir WoW-LAN-Party bei uns zu Hause auf so einem Privatserver mit Ugo und so zusammen, mhm. weißt du noch? Ja. Nach einer Stunde hatten wir keinen Bock mehr zu spielen. Naja, wir sind trotzdem so geil, Mann. Einfach da halt mit euch so zu chillen. Mhm. Komm, ja, noch ein paar Memories, bevor wir den Podcast closen, weil es war. Ah, nee, ich habe sogar noch eine Frage. Hier noch ein Memory rausballern. Mhm. Hm. Also, was ich noch richtig geil fand, ich bin mit meiner damaligen Freundin bin ich nach L.A. geflogen. Pferdi war da auch zufälligerweise. Was mhm. ist einfach was? Synchronicity war so wild, dass. Ja, sogar im selben Urlaub da war, aber du warst ja mit deiner Mama zusammen. Und da war ich auch so, es war so geil mit dir mhm. und gar kein Front an meine Mom natürlich. Ja, aber jetzt so Spaß mit dir. Ja. Wir haben uns 2 Tage nur gesehen, glaube ich. Und ich wünschte dann so, Mann, wo ist der Philipp? Ja, und ich war auch so, Mann, ich hätte dich so gern mitgenommen. Ich glaube, wir müssen noch mal diesen Roadtrip nur zusammen machen. Ey. Das wäre sick, Bro, oder? In... 2 Kameras sind jetzt aus? Damn. In, wie heißt das geile? Yosemite Park und mhm. so. Das wäre so geil. Aber, bleibt dran, Leute, Philipp und ich. Wir haben was richtig Großes geplant. Wollen wir erzählen? Ja, lass doch erzählen. Lass erzählen. Ja, erzähl du. Aber ich sag's noch nicht direkt, weil ich will die Spannung aufbauen. Also es hat erstmal mit dem Fahrrad was zu tun, also mit dem Downhill-Bike. Mhm. Es hat was damit zu tun, dass wir nach Kanada fliegen. Mhm. Zum geilsten, ist auch der geilste Ski-Resort ever, aber wir fliegen wahrscheinlich dann, wenn dann im Sommer dahin. Mhm. Habt ihr schon eine Ahnung, was es ist? Es fängt mit W an. Whistler! Na, ich wollte noch, wollt noch pfeifen. Ja, Whistler. Ja, Whistler in Kanada. Wir haben so Bock drauf. Ey. Einfach nur so zu zweit, die Bären jagen. Ich habe heute Nacht nochmal so drüber nachgedacht. Mhm. Da kam mir sogar so, eigentlich wäre es noch geiler, wenn wir zweimal hinfahren. Und zwar, wenn wir im Sommer hinfahren. Und dann noch im Winter, oder? Dann kann man halt, das ist da nicht so geil, wegen dem wegen dem menschengreierten Klimawandel. Ja. Und im Sommer kannst du ja so viel geile Sachen machen. Besonders halt das Downhill, aber wirklich, da gibt es so kranke Trampolinparks. Das hast du, Bro, das hast du noch nicht gesehen. Alles sehen. Das hast du noch nicht gesehen. Oh, ich bin excited. Ich meine, wir können Bungee-Jumpen, mhm. du kannst einfach, und einfach die Seen da und, mhm. und die Nature-Dinger. Oh, und das ist einfach. Ja, ich will. Und im Winter mhm. kannst du halt auch so viel machen und dann halt, du weißt ja, der Funpark, du weißt ja, Funpark, Bro. Und der ist halt auch so geil, weil da können halt, ich sag mal, Noobs wie wir, mhm. weil so, die sich jetzt halt nicht mehr wehtun wollen, gibt's halt so viel easy mhm.
Chiplines, wo einfach so 10 Mini-Kicker hintereinander sind. Ich sehe es, Mini-Halfpipe. Am ersten Tag fange ich 5 Meter und verletze es hart und das war's dann. Krankenhaus, Krankenhaus. Und deswegen dachte ich mir halt so, lass im Sommer hin und im Winter hin. Was sagst du dazu? Also, oder wir bleiben einfach die ganze Zeit da. Du dann als Snowboard-Lehrer, ich als Alien-Lecturer. das ist wirklich so geil einfach. Mhm. Und weil Downhill-Fahren macht so Bock, aber wenn man so oft ist es halt viel zu schwer, die Strecken, aber da gibt es halt so viel Leichte, die aber so Bock machen, wo man einfach so geil jumpen kann, aber da ist nicht irgendwie eine Gap dazwischen, sondern kannst du erstmal drüber fahren und dann ein bisschen und dann diese Airtime und so und das ist, oh, das macht so und Let's du bist go. Halt auch nicht mega exhausted, weil der Lift fährt hier hoch, die nehmen sogar dein Fahrrad, stecken es rein und so. Du musst nur chillen, so den geilsten Ausblick hoch und dann runter. Die haben auch so ein geiles Gym in Whistler, die haben sogar ein Kino in Whistler. Das ist einfach so geil, Mann. Man, es wäre so cool, wenn man sich teleportieren könnte. Ja. Einfach so ein Portal aufmachen, kurz nach Whistler. Und ihr wisst ja, so habe ich ja letztens im Podcast auch granted, hier ist so geil, aber die Natur ist halt nicht 10 von 10 Mainz. Aber in Whistler ist es halt diese Österreich-Natur und die ist halt 10 von 10 Mainz. Und meistens in Österreich schaffen die, und Mainz auch, ich sag mal, richtig abwertend so gesagt, aber ich nehme schon zurück, so die Bauern, halt so in den Dörfern, wo es sehr schön ist, schaffen es halt nicht so gut, so ein geiles Sommerprogramm zu machen. Aber schon, also zum Beispiel diese Area 48 oder was auch immer, dieser Wasserpark in Österreich, die haben es richtig geil geschafft. Aber Whistler hat es halt so geil geschafft, in diesem Märchenland von Österreich so geile, ja, einfach so Freizeitaktivitäten, aber halt auch so cool, was halt so coole Leute anzieht. Mhm. So zum Beispiel auch, boah, du landest hier in Vancouver, dann fährst du so eine Stunde nach Whistler. Und da, ich weiß noch, da war so ein Riesen, so die Seen in Kanada, weißt du, in Österreich, das sind Pfützen dagegen. Mhm. Und da war halt so ein Riesensee und der war voll geladen, aber halt jetzt nicht zu voll, weil der ist ja riesig, mit Wasseraktivitäten. So lauter Leute, die kiten waren, die Windsurfen waren, da waren so Parks und so. Da waren so, ich war so, Alter, was ist da für ein geiles Leben in diesem Wasserpark, also in diesem See halt einfach. Und dann einfach so, dieses so. Es war im Juni, oder? Irgendwie in dem Zeitraum? Ja, genau, irgendwann so. Mhm. Und halt einfach so, du gehst in der Natur und sie ist noch nicht abgefuckt. So hier, du gehst ins Meer und so. Und ich habe auch so das Gefühl, so, ey, das ist irgendwie, weil das Meer wir halt generell schon ziemlich abgefuckt haben. Aber da, diese Seen sind einfach so klar und rein. Und du so, oh, ja, Mann. Oh, hier ist die Natur noch so heile Welt. Geil. Okay, letzte Frage. Also, dass da hinfliegen und alles die Natur richtig kaputt machen, oder? Genau, Bro. Du kannst meine Gedanken lesen. Ja, ja. Aber wie machen wir die Natur kaputt am besten? Mit dem Flammenwerfer oder hast du eine bessere Idee? Nee. Ich dachte, wir kaufen so ganz viel Big Macs und schmeißen sie gegen die Bäume. Weil ich habe halt mal so gehört, so Fleisch ist halt scheiße für die Natur, weißt du? Mhm. Aber ist es eigentlich ein Fact, dass es echt kein McDonald's mehr in Russland gibt? Also, vielleicht gibt es noch welche, die aufhaben, aber jetzt machen die alle zu, ja, genau. Aber die machen einfach die Filialen zu. Yes. So als Statement, um Russland nicht zu supporten, oder wie? Also die Politik. Ich sag mal so, was ich krass finde, die bezahlen die Mitarbeiter noch weiter. Das finde ich heftig. Aber ich sag mal so, es würde so oder so für McDonald's keinen Sinn machen, weiterzuführen, weil die Preise gerade so, also der Rubel, fliegt gerade so in den Keller. Das heißt, es ist nichts mehr wert. Das heißt, die können einfach auch gar keinen Profit mehr machen. Dementsprechend macht es eh keinen Sinn mehr. Und ja, und man muss noch sagen, die Menschen haben sehr viel Druck gemacht. So, die haben die ganze Zeit gesagt, hey, McDonald's und Coca-Cola, warum seid ihr da noch? Wieso betreibt ihr da Business? Wieso, Seit wann haben die denn eine Conscious Community? Aber weißt du, was ich mich eher frage? Hm. Diese ganzen Maßnahmen, so besonders so mit diesem Social Media Downshot, da leiden ja nur die Leute darunter, die das ja auch scheiße finden. So die meisten da in Russland, du bist ja nie die Politik, weißt du? Aber dass jetzt die Social Media down sind, das liegt ja an Russland selbst. Die wollen ja vermutlich, dass die normalen Bürger nicht die Informationen bekommen, dass Russland gerade so kacke ist. Ach so. Verstehst du? Alter, was für ein Scheiß. Und so, also mein Mitgefühl geht einfach natürlich in erster Linie an alle, die so
erstmal hier irgendwie verletzt und verwundet und Angehörige verloren haben, so da in der Ukraine an der Frontline und auch von den Russen, die gar nicht kämpfen wollen und so. Weiter, ne? Ja, und dann geht man mit Gefühl halt auch an alle raus, an alle, die in Russland und so leben, die einfach so la 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 mein Leben und dann einfach jetzt eine heftige Challenge von der Universe bekommen haben. Und das ist krass, weil du musst dir vorstellen, es gibt Leute, die leben in der Ukraine zum Beispiel und rufen ihre Verwandten an, die in Russland wohnen und sagen, jo Leute, wir werden gerade bombardiert. Und die so, nö, das glauben wir dir nicht, nö. Weil die Propaganda dort in Russland so gut ist, dass die sagen, ja, da gibt es keinen Krieg. Es ist nur eine Special Operation, that's it. Nur paar hundert von Leuten sind im Land und that's it. Aber es sind nicht so 120.000 Soldaten im Land gerade. Ich bin echt schon so gespannt, was wir aus dem Ganzen lernen. Aber es wird sehr positiv. Da habe ich keinen Zweifel. Ja, und ich frage mich halt immer natürlich, was ist so die Wahrheit? Ne? Weil das Ding ist... All truth are truth. Ja, es ist halt immer nur spannend, weil natürlich es gibt halt diese östliche Propaganda, sag mal jetzt aus Russland halt, und dann die westliche Propaganda. Bro, was sagt dein Herz? Ist doch so offensichtlich. Ja, natürlich. Putin macht einfach eine scheiß Ego-Aktion. Krieg ist immer einfach dumm. Auf dem Hitler-Vibe. Voll. Und es wird einfach Zeit, dass ich ihm einfach Consciousness... Jetzt nicht in Form von Psychedelics, sondern einfach, dass sein Herz, sein Brain in die Hand nimmt und das Brain einfach mal sein Herz, sein Brain drückt, dass es sich mal richtig auskotzen kann und einfach Healing und wie ich so schön gesagt habe, Justice ist nicht Punishment, sondern Justice ist Realization. Noch einmal wegen Savages. Ja, ja. Justice is not Punishment, Justice ist Realization. Ja, aber das Problem ist, bei Realization ist es immer viel zu spät. Ist es so? Ja. Immer? Ja, fast immer, ne? Also meistens... Oder ist es genau richtig, Bro? Ja, aber es ist halt gerade in dem Moment, wo so viele Menschen sterben, ist es zu spät. Meine physische, menschliche Schmacki-Mind sagt da auch Facts einfach. Einfach Facts, Mann. Ich würde am liebsten einfach so die Superkräfte haben und einfach zu den Panzern gehen, die einfach so rumdrehen und also so vorne dieses Rohr einfach so... Das habe ich mir auch so vorgestellt, dass ich einfach so unsterblich bin, ist egal, was passiert, ich bin so, können mich abschießen, mir egal, weißt du? Ja, Mann. Und dann so, ey, ihr Schweine. Ja. Aber ich würde sie halt natürlich nicht töten, zerhauen. Sondern halt einfach so deren Waffen kaputt machen. Alles so kaputt einfach machen. Einfach so magnetic, so Magneto sein von X-Men und die ganzen Waffen so anziehen und so in Outer Space hauen. Und so was ohne Waffen, dann einfach allen so die Hosen runterlassen und so die Unterhose so hochziehen. Ja, aber wie gesagt, die meisten Leute, die ganzen russischen Soldaten, vor allem am Anfang wussten nicht mal, dass sie in den Krieg reinziehen. Das ist auch so krass, weißt du, die gehen und dachten, es ist nur Training und dann plötzlich... Ja, Bro, wieso machen die das? Weil das sind ja Menschen und die sind ja auch schon 2022 schon ein bisschen woke, sag ich mal. Wieso machen die das? Wieso machen es halt nicht absichtlich. Die würden auch viele davon, also würden einfach auch gerne nicht in den Krieg ziehen, ist klar, die würden lieber Computerspiele spielen, als jetzt irgendwie Menschen töten und sich selber töten. Irgendwie. Das Ding ist, die können auch nichts machen, weil wenn der Commander zu dir sagt, jo, wenn du jetzt nicht gehst, dann erschieße ich dich. Aber ist es so? Ja, ist es so weit? Ist es so weit. Ist es so, dass es... Und dann ist es so die werden auch oft von Ukraine, sag ich mal, gesaved. Die werden auch so gesagt, hey, ihr könnt auch zu uns kommen. Das Ding ist, dann ist aber die Familie fucked von denen. Weißt du? Die dann noch in Russland sind. Die haben dann auch eine Arschkarte. Deswegen, du wirst halt einfach an jeder Seite geblackmailt irgendwie. Bro, lass Superhelden werden, okay? Das ist halt aber echt, das ist eine fucked up Situation. Und die, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt, die Moral bei denen ist halt richtig low. Sie haben gar keinen Bock da drauf. Und deswegen sieht man auch, dass sie eigentlich gegen Ukraine so schlecht, sag ich mal, kämpfen. Nicht nur, weil die eine schlechte Ausrüstung haben, weil die voll veraltet ist noch. Aber die haben einfach eigentlich keinen Bock da drauf. Die wollen nicht jemanden. Die Russen jetzt? Ja, die Russen, genau. Ja. Und deswegen, die werden aber wieso ist es krass zermetzelt die ganze Zeit. Wieso ist es veraltet? Haben die nicht neueste Stand? Hatte auch jeder gedacht, aber gefühlt das, was sie haben, ist noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, weil Krieg ist scheiße. Was soll man da so wettrüsten, damit wir uns alle gegenseitig vernichten? Ja. Ach, deswegen,
Only what is positive integrates. Dieser geile Synergieeffekt. Und deswegen auch die Aliens da draußen, die uns erreichen, so, die sind eigentlich nie negativ und wollen uns irgendwie, wie in manchen Filmen, töten und zerbomben, weil schaut mal, was mit einem negativen Intent, wie weit man kommt. Meistens nicht über den Tellerrand hinaus, geschweige denn über seine eigene Solar-System. So, schaut mal, so mega negativ Intent, Hitler, so wie weit ist er gekommen? So, das zerstört sich einfach selber. Das ist nicht cohesive, so, das arbeitet nicht zusammen, da entsteht nicht dieser geile Synergieeffekt. Und deswegen, wenn so extraterrestrial Species einfach krass interdimensional in anderen Dimensionen kommen, wie sind sie so weit gekommen? Na, das funktioniert eigentlich nur positiv. Das ist zumindest, was meine Aliens mir erzählen, deswegen hab keine Angst vor Aliens. Yes. Aber do what you want, freedom is your birthright. Last question, are you ready for that? Born ready. Und noch eine Sache, noch eine positive Note, das habe ich in Irinas Story gesehen, das fand ich voll sweet, dass sie einfach aus Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt. Und hat sie so sweet gefragt, was isst man gerne so in der Ukraine, dass sie sich halt wie zu Hause fühlen. Das ist doch Whole Food, vegan, all plant-based. Aber die meinte dann auch so in Klammern unten natürlich vegan so. Wie seid ihr, aber wenn... Aber schön, sie nimmt eine Person auf. Ja, oder mehrere sogar, ich weiß es nicht. Richtig sweet, oder? Sweet, Irina und ihre Schwester einfach so nice Souls. Wirklich, die sind so... Ja. Oh, da geht mein Herz einfach auf. Voll schön. Auch so, wenn ich sie miteinander sehe, einfach wenn du... wie goals ist einfach, wenn dein Schwester oder dein Bruder oder so... halt wenn du einfach so... Wenn das dein bester Freund ist, weißt du? Mhm. Deswegen, willst du mein Bro sein? Ich geb dir mein Blut. Ich geb dir meinen Bauchnabel. Okay. Wie seid ihr, wenn ihr euch mal gar nicht versteht oder eine ganz andere Sichtweise habt? Letzte Frage, Bro. Wir hatten mal letztens eine Walla-Krise. Welche? Wo ich dann zu dir kam, in Villa Kunterbunt und dann warst du in der Hängematte. Aber das Ding, Und dann, wir sprechen uns immer aus. Und ja, das Ding ist, wir hatten eigentlich noch nie eine Walla-Krise, weil zwischen uns irgendwas, zwischen uns, sondern halt immer wegen anderen Personen so. Voll. Zwischen uns nicht. Genau, und deswegen, was war noch? Und das ist kurz mal, um das sacken zu lassen, das ist einfach krass. So, wir sind so lange befreundet, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und wir hatten noch nie eine intermenschliche zwischen unserer Beziehung eine Walla-Krise, so gar nichts. Das finde ich so heftig. Wie lame, oder? Ja, eigentlich schon, Mann. Wo ist da der Spice, Mann? Gar kein Drama. Also wirklich, den Joke vorne mit dem Bauchnabel, den hast du zu weit getrieben. Ja. Das ist halt so geil, weil wir können auch immer alles joken und lachen und wir wissen ja, wie wir es meinen. So. Man kann einfach zwei dumme Affen sein und in der Paralleluniversum sind wir so zwei Delfine und wir sind die ganze Zeit nur so am Rumflauen und immer einfach so. Ja. Ich bin hungrig. Ja, jetzt ist Podcast auch zu Ende. Hast du gut geschafft. Ja. Ach, Bro, das Leben nicht geil. Also hier auf dem Bett mit der Klimaanlage, schön versteckt von der Sonne. Geil hier, ich kann den ganzen Tag. Das ist wirklich so dieses Apartment. Ich fühle mich so wohl hier. Ich kann wirklich den ganzen Tag hier drin chillen. Ich habe null das Bedürfnis, irgendwie rauszugehen. Also ich gehe halt ins Gym und so, aber dann komme ich Lea besuchen und so. Ich habe hier mein Social Life, du kommst nicht. Ich kann hier so geil meine Aliens studieren und hustlen und dies, das. Ja, ich finde die auch. Also die Wohnung ist für Thailand so on point. Ey, aber ohne Scheiß, ich finde die Wohnung, ich hätte die sogar lieber in Berlin als meine eigene. Das ist eine Aussage. Das Ding ist, das Einzige, was ich hier kritisieren würde, ist halt die laute Straße neben uns. Ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast so hört. Nee, hört man nicht. Ich rede jetzt nur von dieser Wohnung, weißt du? Ja, klar. Wie die Wohnung halt so geschnitten ist. Ja, sonst ist es... Weil einfach vom Schnitt... Sehr nice. Weißt du, damals in der Wohnung, wo du jetzt in Berlin wohnst, da habe ich alleine gewohnt. Dann war ich so... Ja, okay, was mache ich mit den Zimmern? Und dann damals war ich halt noch so, kam ich aus München. Ich so, okay, ich lebe ein normales Leben. Hab so, hier ist mein Office. Mhm. Und dann war ich so, hey, ich bin da nie, ich sitze da nie so am Schreibtisch und studiere jetzt, sondern ich chill hier auf dem Sofa so. Und dann, okay, dann wird es jetzt mein, und dann war ich irgendwann so, oh, ich wünschte, ich könnte einfach diese anderen beiden Zimmer abschneiden und würde halt dann nur die Hälfte der Miete zahlen, weil ich das gar nicht brauche, diesen Space. Und deswegen einfach ein geil geschnittenes Zimmer, wo man alles so hat und wo man sich einfach mega wohl fühlt und das so richtig on point und dann halt auch so minimalistisch Miete zahlt und alles so, das ist einfach hier so der Fall. Mhm. Ist einfach geil. Alright, check Philipp ab, Snowgasm auf Insta, der Name bleibt Bestand, Against the Crane auf YouTube.
Es war zwar schon lange kein Upload mehr, aber ja, vielleicht kommt irgendwann Excitement. Willst du noch was sagen? Oh, hab euch lieb. Danke fürs Zuhören. Ja. Es hat Spaß gemacht und ja. Bleibt immer höflich. Nehmt keinen Streit zu persönlich. Yes. Alter, das war übelst das lange Podcast. Oh Gott, wie lange? 1 Stunde 20 Minuten. Weil mit dir laber ich halt so gerne, Bro. Oh. So gerne, aber jetzt wird er sofort wieder gehen. Und ich bin so, ah, Spaß. Okay, bis dann. Ich bin jetzt Peace out.